Guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen zu den ProSieben Spätnachrichten. Hier also nochmal das Wichtigste des Tages im Überblick. Gestorben. Der frühere FDP-Spitzenpolitiker Jürgen Möllemann ist tot. Kurz nach Beginn einer gegen ihn gerichteten Hausdurchsuchung ist der 57-Jährige bei einem Fallschirmsprung in Marl abgestürzt. Augenzeugen berichteten, Möllemann habe Selbstmord begangen und den geöffneten Hauptfallschirm in etwa 1000 Meter Höhe abgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Recklinghausen untersucht in dem Fall aber noch so wörtlich in alle Richtungen. Politiker verschiedener Parteien zeigten sich über den Tod Möllemanns bestürzt. Der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle sprach der Familie Möllemanns seine Anteilnahme und sein tiefes Mitgefühl aus. Möllemann hinterlässt seine Ehefrau und drei Töchter.